ein Jahrtausend wird die Festung stehen. Geistermauern gehüllt in Wände aus Feuer. Und gehörnte Lords neigen den Kopf vor einem, gezeugt vom schlimmsten Ungeheuer. Ein Jahrhundert voll Blut und Hader. Der Mond sich verfinstert am Himmel droben. Der Ruheplatz schließlich gefunden wird vom Siebten, der sich so hoch erhoben. Aus Gier oder Furcht wird er entscheiden. Der Angekettete bleibt gefangen. Die Kraft der Reliquie ungenutzt und Ashans Schicksal noch im Schwange. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zwar zeitweilig mit den Herausforderungen von Command and Conquer Dark Messiah. So, das ist noch ein bisschen laut. Habe ich vorhin festgestellt. Und jetzt ein neues Spiel, und zwar auf normal. Endlich, nach Jahren der Übung und des Studiums, nimmt Meister Fenric mich mit auf einer seiner Schatzsuchen. Wir müssen einen uralten Kristall finden und Fenric sagt, der alte Tempel sei keineswegs leer. Endlich bekomme ich eine Gelegenheit, all die Fertigkeiten einzusetzen, die ich mir angeeignet habe, um zu beweisen, Meister Fenric, wo seid ihr? Ich bin hier, Sareth. Jetzt hört zu. In dem Raum vor uns steht ein Altar, darauf ein Artefakt in Form einer Spinne. Nimm es. Wir brauchen es, um an den Shantiri-Kristall zu kommen. Meine Stimme wird dich leiten. Und hab keine Furcht. Ich wache über dich. So, jetzt sind wir endlich im Spiel. Hat total lange gedauert. So, guck uns natürlich alles an. Wenn ich irgendwo etwas liegt. So weit, so gut. Benutze den Spinnenschlüssel, den wir gefunden haben, Sarah. Zieh an dem Hebel, Sarah. Dann lauf durch das hintere Tor. Siehst du die Bretter rings um die Säule? Sie sehen dünn aus. Versuche sie durchzubrechen. Das auch links. Warte, das ja so war dumm. Spring. Moment. Okay. Es sieht so aus, als müsstest du dort hoch. Spring an die Kette und klettere an ihr nach oben. Materielle Hindernisse sind für dich in diesem Leben das geringste Problem, Sareth.
Nun hast du Gelegenheit, sie zu überwinden. Benutze den Zauber, den ich dir beigebracht habe, Sareth. Dann wird die Finsternis keine Geheimnisse für dich bergen. Schau, ob du die Truhe öffnen kannst. Man weiß nie, was man findet. Wenn du eine Waffe siehst, geh und nimm sie auf. Dir steht ein Kampf bevor. Das Seil, Sareth. Kappe das Seil. Warte. Wo ist denn... Schneide das Seil durch. Das müsste helfen. Klappe. Wo ist... Denk nach, pass dich an, gib der Kreatur einen Tritt und sieh dir an, wie sie fällt. Vorsichtig, die Untoten sind hartnäckig. Spieß sie auf, dann bist du sicher, dass sie nicht wieder aufstehen. Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen, Sareth. Nun wende die Nahkampftechniken an, die ich dir beigebracht habe. Du hast mir noch gar nichts beigebracht. Lass mir einen Moment Zeit, damit ich diese Tür öffnen kann. Dunkelwächter, hier. Es sind Mietschwerter, aber ich kann die intrigante Hand der Nekromanten hinter ihnen spüren. Also sind sie auch hinter dem Shantiri-Kristall her. Tritt ihn über die Kante, kämpfe ökonomisch, Sareth. Tritt deine Feinde in die Stacheln, Sareth. Sonst wird das ein langer Tag. Zerstör die Bretter. Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil aus. So, jetzt kommen wir sofort stehen, oder es wird hässlich. Spieß ihn auf, Sareth. Damit beendest du es. Wenn er sich immer noch bewegt, durchbohre ihn mit dem Schwert. Warum liegt er eigentlich so lange? Spieß ihn auf, Sareth. Damit beendest du es. Klappe. Das müsste ihn ausschalten. Oh, was spektakuläres Zeichen. Rühr dich nicht, Ernsthaft? Du bist ein toter Mann. Au!
Wenn er sich immer noch bewegt, durchbohre ihn mit dem Schwert. Du kannst deine Fähigkeiten noch eine Weile verbessern. Ich lasse das Fallgatter offen. Habe ich da etwas gehört? Da kommt mal einer. Wow, der erste Kampf und ich bin schon recht angeschlagen. Was nun, Meister Fenrik? Das war vorerst alles. Hoffentlich bist du bei der Lösung zukünftiger Aufgaben ähnlich erfolgreich. Das ist nur der erste Schritt. Jetzt nimm den Kristall. Eine halbe Welt von hier entfernt wirst du eine neue Verwendung für ihn finden. Das war nur der Anfang heute, mein Junge. Lass uns nach Hause gehen. Dann zeige ich dir die nächste Stufe in deiner Unterweisung. Saret, mein getreuer Schüler, dein Vater wäre stolz, könnte er dich jetzt sehen. In die Künste der Magie eingeweiht, ein grimmiger und edler Kämpfer, du hast alles, was du brauchst, um deine Bestimmung zu erfüllen. Aber du wirst sie nicht hier erfüllen. Deine Zukunft liegt weit weg, in einem fernen Land. Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm, zu einem Zauberer Menelag. Er und ich haben gewisse gemeinsame Interessen. Im Augenblick sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Bedauerlicherweise kommt er nicht weiter mit seiner Suche. Zumindest nicht ohne das hier, den Shantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Es war die Mühe wert, ihn zu bergen, meinst du nicht? Bring ihn zu Menelag und hilf ihm, den Schädel zu holen. Sobald du ihn hast, wirst du wohl wissen, was von dir erwartet wird. Indessen, mein lieber Junge, ich schicke dich nicht allein. Du brauchst einen Führer, einen Gefährten, vielleicht sogar einen Beschützer. Sie lehrt dich vielleicht noch ein paar andere Dinge. Wie lautet euer Befehl, mein Meister? Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Saret. Soll ich diesen Jungen beschützen? Fürchte dich nicht. Es wird nicht wehtun. Ach, übrigens, mein Name ist Rosa. Kapitel 1,
gegen die Tore. Die Tore Steinhelms. So, das habe ich keine Lust zu lesen. Das dauert mir zu lange. Ja, jetzt haben wir unsere Gefährtin bekommen. Und auch eine Aufgabe, die sich bestimmt anders entwickelt als geplant. Ja. Ich glaube, beim nächsten Mal lese ich das wieder vor. Ihr könnt dann einfach so lange auf Stumm schalten. Aber da ist ja so viel Zeit. Jetzt langweile ich mich wieder. Wenn ich Langeweile habe, dann... Da ist sie, Saret. Die freie Stadt Steinhelm. Treffpunkt von Geld und Magie. Liefert den Kristall bei Minilak ab, dann können wir uns auf den Weg machen. Das hoffe ich. Es war ziemlich langweilig. Wir sollten zurück in die Stadt. Da sind wir sicher. Je weiter, desto besser. Aber wir leben hier. Wenn hier nicht schneller fahrt, sind wir verloren. Die Nekromanten sind unterwegs. Nekromanten? Die hat Fenric gar nicht erwähnt. Meister Fenric verrät selten alles, was er weiß. Beeil dich, drinnen sind wir sicherer. Ich lasse nicht zu, dass irgendetwas Untotes die Bettwäsche meiner Großmutter stiehlt. Nur was du in 5 Minuten zusammenpacken kannst. Die Ruhe. Warum die untoten Eile? Teufel sind noch nicht hier. Schön, kümmere dich um das Tor. Sag Lord Menelag und dem Rat, dass die Tore geschlossen wurden. Riecht ihr das? Als wäre was. Bewegt euch! Ihr da, was wollt ihr hier? Ich bin der Gesandte von Meister Fenric und habe eine Nachricht für den Zauberer Menelag. Das heißt Lord Menelag. Habt ihr einen Beweis? Wir sind diese Tage ein wenig argwöhnisch gegenüber Fremden. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Dann lasst es mich sehen. Auf besonderen Wunsch von Lord Menelag. Da ist sein Siegel. Willkommen in Steinhelm. Wir bringen euer Pferd zu einem Stall, wenn es euch recht ist. Natürlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Menelag finde? Gewiss, mein Herr. Ihr geht bergauf bis zum... Drachenblut, was ist das? Kommt rein, schnell! Sie sind da! Sie sind wirklich da! Was machen Sie jetzt? Nicht darauf, Blau! Sie haben eins gefunden. Dem hast du noch nichts entgegenzusetzen. Was ist mit dieser Kette? Ruhig vorausgehen. Mit dem bin ich schon fertig, Junge. Schließ das Gatter. Beeil dich, es sind noch mehr auf der Treppe. Thank you.
los, Saret. Schieß weiter. Jetzt oder nie, Saret. Du musst ihn töten. Geschafft. Ich würde dich umarmen, wenn ich könnte. Genau, würde ich auch ganz ruhig bleiben. Dann hätte ich verschwinden müssen. Das ist die Entwarnung. Sie ziehen sich zurück. Vorerst. Ja, ich will aber einfach eine Nachricht. Sie ist eines Wachmanns. Ich habe wieder an Lea gedacht. Wie immer vermutlich. Aber sie ist auch so hübsch und so nett. Und ihr Onkel sagt, dass sie einmal eine große Zauberin in seinen Fußstapfen vertreten wird. Ich glaube, ich werde um ihre Hand anhalten. Aber nicht heute. Vielleicht gibt mir dieser Krieg Gelegenheit, ein Held zu sein und mich vor ihr zu erweisen. So, das haben wir gelesen. Jetzt kommen wir weiter. Ein Flieger, Feuerfalle. So, Brot. Komisches Ding. Ein Grün. Gute Arbeit, mein Freund. Aus euch könnte noch was werden. Aus mir wird was. Das Bestar-Gedöns. Unsere Jüngste. Ihr haltet euch wacker im Kampf. Trinkt ihr ein Bier mit uns in der Goldenen Naht? Ja, gleich. Also, unsere jüngste Untersuchung der Fauna von Marschan gibt uns einen guten Überblick über die Schwächen der einzelnen Kreaturen. Zum Beispiel sind Kreaturen wie mit Dämonenblut wie die Orks oder die Goblins von Natur aus eher resistent gegen Feuer. Während die meisten einfachen Kreaturen wie Spinnen sehr anfällig gegen Feuer sind und es daher meiden. Blitze sind aber auch für Orks und Goblins so gefährlich wie für alle anderen. Und Tote sind wiederum etwas anderes. Da sie keinen Begriff von Furcht und Verletzung haben, sind sie schwer zu besiegen. Doch ein glücklicher Abenteurer könnte gesegnete Waffen finden, die aus Drachensubstanz gefertigt wurden und diese Kreaturen großen Schaden zufügen. So, das... Irgendwie mal wieder. So, sehen wir irgendwas? Besen. Als hätte ihn gedrückt, während er auf das Rad zielt, um das Fallgatter zu öffnen. So. Laden. Ja, laden. Danke für den Tipp, dass er lädt. Ja. Jetzt sind wir irgendwo anders. Es beginnt ein neuer Tag und den Tag werden wir mit einem neuen Video besichtigen. Vielen Dank fürs Angucken. Schreibt in die Comments, ob es euch gefallen hat oder nicht. Abonniert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und gebt vielleicht auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video wirklich gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!